So, erstmal was zu schnabulieren holen. Da und da. Davon und Dosen und allem drum und dran. Und der Rest kann weg. Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen. Zurück. So, dann brauche ich noch ein Glas und dann mache ich gleich auf dem Handy die App auf und dann können wir miteinander quatschen und reden und lesen und genesen und verwesen. Tja, so ist das. Jetzt geht's los. Erstmal ein paar Erdnüsse. Ach, warum nicht? Schüssel ist groß genug fürs ganze Pöttchen. Legen wir mal hier unten hin. So, dann haben wir hier noch Popcorn. Weiß ich halt nicht. Das letzte Popcorn habe ich auch nicht so viel gegessen. Manchmal die kleine Schüssel voll. Das kommt nach unten. Gleich mal ein bisschen das Fenster aufmachen. Es hat die ganze Zeit geregnet, aber es ist trotzdem relativ schwül hier drin. So. Gut. So, wenn die hier unten sind, habe ich hier oben doch gut Platz. Ich hoffe, nächstes langes Wochenende regnet es nicht den ganzen Tag. Es wäre tatsächlich ganz cool, wenn ich da mal ein bisschen Betongartenarbeit machen könnte. Eine Sache habe ich vergessen. Was wollte ich denn noch? Ach so. Eine größere Schüssel für die Erdnüsse, damit ich die andere Schüssel für Dingsbums nehmen kann. Erdnussschalen. Weißt du was? Warum nicht die kleine Schüssel? Das esse ich eh nicht. So. Gut. Mein Controller darf natürlich nicht ausgehen. Und ich muss wieder ins Sichtfeld. Also, da es ja kranke, perverse Säcke unter euch gibt, beziehungsweise generell im Internet. Muss ich mir ja ein paar Strümpfe anziehen. Gibt ja Mädels, die ihre Füße ganz gerne mal ins die Kamera halten, um dadurch irgendwelche notgeilen Fußfetischist-Lustmolche da rauszuholen. Und deswegen heult da Twitch rum. Ach je, Mini. Und bei Männern sowieso, ne? Weil wir können ja nicht zum Support gehen, können uns freiblasen. Oh. Oh. Paket wird ankommen. Da muss ich doch gleich noch mal kurz vor die Tür gehen.
Da muss ich doch gleich noch mal kurz vor die Tür gehen. Bis gleich. Sollte wohl meinen Dingsbums, meinen Schlüssel zur Not nicht vergessen. So, fortfahren. So. Oh, das ist auf 65 FPS getrimmt. Ja, natürlich nehmen wir das Frame Generation an. Super Auflösung. Ja, machen wir ausgeglichen, komm. FPS. Kann ich nicht auch, was ist, wenn ich hier auf Qualität gehe? 60 bis 70 FPS und ich verbrauche 5 GB. Okay. So. Irgendwie ist die Couch ein bisschen blöd. Einfach aus dem Aspekt her, dass je mehr du dich mit dem Arsch draufsetzt, desto mehr geht die nach links runter. Das ist halt eine ausziehbare Schlafcouch. Naja. So. Gut. Das ein bisschen nach vorne ziehen. Nice! Nice-hu! So, jetzt will ich gleich im Discord nochmal ein bisschen Werbung machen für mich. Schamlose Eigenwerbung, schamlose Eigenwerbung, weil kein Arsch zuguckt. Ich freue mich auf Hellblade tatsächlich. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ich könnte theoretisch auch den Discord beitreten. Können die Leute nämlich reingucken, wenn sie Bock haben. Da sind ja gar nicht so viele Leute online. Das ist ja langweilig. So, das kann nach unten. Wunderbar, das läuft. Das auch. Twitch auch. Na dann. Let's go! Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Konnte ich mir nicht verkneifen, es zu holen. Ich krieg sogar noch 2 € günstiger bekommen. Keine Ahnung warum.
Ah ja, hier. Nintendo hat es immer noch offen. Warte mal. Ich finde es schade, dass sie hier diesen erhärteten Plastikstreifen nicht mehr drin haben, um die Nintendo-Spiele zu öffnen. Naja, ist egal. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja, was habe ich mir anders erwartet? Ist die Cartridge drin? Yay. Naja, mal gucken. Vielleicht machen wir es später nochmal. Achso, ich muss ja jetzt wieder zurück. Zurück ins Spiel tabben. Das ist übrigens der Grund, warum ich eigentlich ganz gerne so Konsolenspiele mag. Mein Bildschirmschoner ist jetzt angegangen. Finde ich tatsächlich ganz gut. Naja. Besser als eingebranntes Display. Kann ich mich auch drehen? Ja, Standbild. Ho, ho, ho. Können Sie das nicht sehr hoch machen? Kann die Leistung mit minimalem Verlust an visueller Wiedergabetreue. Ja, komm, das passt schon. Das passt schon. So, ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ich hab Bock. Neue Geschichte. Und wir kriegen die Zusammenfassung von Teil 1. Ist nochmal ganz gut. Ich kenn's ja, ich hab's ja zweimal gespielt. Einmal für mich selbst und einmal mit Shadowplay aufgenommen. Senua. The outcast who became a warrior. Who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul. Has accepted the voices, the furies, as part of herself. Ich würde gerne gucken, like ob her das. Mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil, das haben wir tainted. By the ersten sin of nicht her mother. Gesehen. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind. And freed a warrior from her body. Okay. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. Das erklärt tatsächlich einiges her darkness with her, vom Part 1, vor allem auch die verschiedenen Stimmen. So she was not there. When the Northmen massacred her people and sacrificed the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save her. Bescheid geben, wenn es zu laut oder zu leise ist. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path wegen der, wegen Audio und so Kram. To the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest
could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face. Ja, das kenne ich. With defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. Ja, Moment, wir haben das doch selbst geschmiedet. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries, until she found her prize before the guardian of Hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped, not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, das Ding sieht aus wie Venus. Entschuldigung. To go on. Ja. And to take us with her. Wo kommt das denn jetzt hier? Eidet aus. Ach, ja. Elfen Mummi, grüß dich. Ich habe erstmal das gewagt. Ja. Fokus halten, Sprint. Fokus halten, okay. Blocken, parieren, schwerer Angriff, Schnellangriff, ausweichen. Wir werden es lernen. Do I know you? It's been a long time. Für den Fall, ich habe jetzt mal meinen Fernseher an den Dingsbums angeschlossen, an meinen PC. Da aber meine 4070 leider für 4K und 120 Hertz ein bisschen schwach auf der Brust ist, habe ich die Auflösung ein bisschen runtergedreht, um 70-80 FPS rauszukriegen. Ob ja viel passiert, kann ich nicht sagen. Aber ich habe mir gedacht, wir nehmen das mal mit. Obwohl ich nicht ganz sicher war, weil ich wollte eigentlich auch noch Paper Mario spielen. Beim letzten Mal haben wir ja Princess Peach durchgezockt. Und wir haben noch Final Fantasy 7 offen. Aber ich freue mich auf das Spiel. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich will das auf Deutsch haben, das wäre ganz cool. Ich meine, ich selbst kann zwar... Machen wir mal den Streamer-Modus an, sicher ist sicher. Kann ich wenigstens ich lasse das mal auf dynamisch. Ich würde aber gerne Untertitel aus. Ah, okay, das braucht man nicht. Okay. Aber kann ich nicht auch irgendwie... Sprache Deutsch. FPS-Anzeige. Ja, 70, 80, das kann man mal machen. Achso, ich dachte, jetzt kommt, weil meine 4070 nicht
Reicht, habe ich mir eine 4090 bestellt? Nee. Ich bin bis jetzt tatsächlich ganz zufrieden, zudem ich mein. Mein Fernseher eigentlich nur für meine Konsole gekauft habe. Irgendwann mal, mein PC packe ich so auch erst nicht mehr an. Gibt andere Sachen. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Ja, wie sind wir denn jetzt als Sklaven auf Schiff kommen? The plants can drift off course. Ich wollte eigentlich einen Marathon machen an einem der langen Wochenenden. Aber, naja. It begins as it ends. Alone. In the dark. Popcorn schmeckt scheiße, wie so ein Pappel. Ja. Ja, im März habe ich mir ziemlich viele Spiele gekauft. Im Mai, Entschuldigung. Ich habe auch generell sehr viel Geld ausgegeben. Ja. Naja. Ich habe mir Framgather 2 gekauft, ich habe mir Doom Eternal gekauft, ich habe mir Princess Peach Showtime geholt. Ich habe mir Paper Mario geholt, ich habe mir Hellblade 2 gekauft. Stellar Blade, stimmt. Oh, das war cool. Zum Glück verlangt ja keine 100%. Von daher kann ich die Spiele wie Stellar Blade, Showtime etc. groß abschreiben als abgehakt. Gut, Mutti. Hab ich länger nicht mehr gesehen. So, mal gucken, ob der Zui nochmal kommt. Xbox Game Studios. Oh, das müsste es auf der PlayStation geben. War so Tritt in den Sack. Ich habe mir überlegt, so ein Twitch-T-Shirt zu kaufen. Oder ein Switch Hoodie, PlayStation-T-Shirt und Xbox. Ihr könnt nicht bleiben. Dein Cup übernimmt die Kontrolle. Dass so eine Kämpferin gefangen genommen werden. Ich verstehe es nicht. Sag Bescheid, das Spiel zu leise oder zu laut ist. Not have come here, child. Oh, du Bastard. Warum? Er steht noch auf der rechten Seite nicht liegen. Ja. She's so far from home. From all she's ever known. Half drowned. And lost in a world still clouded to her eyes. When she won't yield.
She must fight on, as she always has. Remember, we've been to hell before. Oh, was denn? Ich will zwar nicht sagen, aber das ist ein echter Name. Das ist ein ziemlich mächtiger Name. This is only the beginning. Climb somewhere. You need to climb again. She will fall if she does. She will die if she does. Climb, Samuel. Climb, climb. Okay, sie wird fallen, wenn sie es tut. Sie wird sterben, wenn sie es nicht tut. Können wir der mit. Au, au, au. Careful, Senua. Können wir denn mal ein Päuschen finden? Hat sie doch wieder irgendwas. Die wollen sie doch echt allein sehen. Naja, zum Glück ist der Monat bald rum. Muss ich nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ja, hallo, weiter. Ja. Also bei diesen 1,5 Liter Flaschen finde ich es ganz komisch, dass sie den Deckel da angesetzt haben. Stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. Oh, Mannchen. She is afraid, exhausted. Hab ich letztes Jahr erwischt, wie ich wieder mit Scarlet gezockt hab. Da wollte ich unbedingt ein bisschen mehr Inventarplatz haben. Hab mir für 100 Euro dort Ingame-Währung, also ja, Game-Währung gekauft. Sollte echt nicht so viele Free-to-Play-Spiele spielen, die darauf ausgelegt sind, Geld zu verlangen. You should not have come here, child. Your hopes are always doomed to fail. All this way. Just to die among strangers. You! Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here. I won't listen to you! Her voice thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces. Rosanne, hey, Zui! Das ist aber tatsächlich gewollt. Das war bei Hellblade 1, Senua's Sacrifice, war das auch so. Das soll nicht so ein bisschen die Thematik Schizophrenie ein bisschen thematisieren. Was ich persönlich bei diesem Thema hier eigentlich ein ganz cooles und gutes Stilmittel finde. So,
Ich spiele natürlich die PC-Version, weil ich voll Idiot es noch nicht geschafft, mir eine Xbox zu kaufen. Ich wollte in den letzten zwei, in den ersten zwei Maiwochen wollte ich da wegfahren und 400 Euro für nix ausgeben und mir Spiele kaufen und überteuerte Final Fantasy 7 Version kaufen und Princess Peach zum Vollpreis kaufen und Paper Mario 2 die Lego von Endor kaufen. Das habe ich mir ins Block geholt. Das Mikro hängt wieder so rum wie damals in Cyberpunk. Ah, verdammt! Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass ich der CPU zu viel abverlange. Das ist doch scheiße. Das ist beschissen. Man versteht es echt schlecht ab und zu. Ich will mal was probieren. Ich glaube, wir hatten das schon einmal. Da haben wir... Ich probiere es mal, indem ich das ausmache. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt besser wird. Weil ich habe das Gefühl, dass das vielleicht an Dingsbums liegt. Da muss mir aber berichten, ob das jetzt besser geworden ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es die Hardwarebeschleunigung ist. Also jetzt ist es gerade weg. Dann kommt wahrscheinlich die KI-gestützte Frame Generation und so ein Scheiß nicht drauf, klar. Auf das Mikrofon, weil das Mikrofon benutzt ja, glaube ich, auch Nvidia Dingsbums. Also jetzt ist es gerade weg. Ja, wenn es wiederkommt, musst du Bescheid geben. Da würde ich in dem Zustand nicht langlaufen. Aber vielleicht sollte ich das bei Cyberpunk... Also wir sollten uns das tatsächlich merken. Ich werde noch ein paar Erdnüsse essen. Ich habe mir heute einfach mal ein Päckchen gekauft. Ja, es gibt einige Spiele. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir hat Princess Peach eigentlich sehr gut gefallen. Auch wenn es nicht meine Zielgruppe, auch wenn ich nicht in die Zielgruppe war. Oder vielleicht wieder, vielleicht kriege ich ja Alzheimer und entwickle mich zurück. Warum kann ich hier nach links und nach rechts gehen? Das ist eine... Das ist ein fucking, eine fucking Pisspfütze. Es regnet. Stimmt, hier gibt's ja dieses... Ach, das. Ich habe jetzt gedacht, die redet von der Pfütze. Dabei redet die von dieser Flagge. Diese fucking Kamera ist schief. Das geht mir jetzt gerade so derb auf den Sack. Naja. Überlegen. Knapp 300 Euro habe ich noch. Stelle ich mir jetzt nochmal eine neue Webcam? Ich würde mir tatsächlich gerne eine Logitech Brio Webcam bestellen. Erstens, weil die neuer ist, 4K kann. Oder 1080p auf 60 FPS. Also,
Eigentlich wollte ich ja einen Marathon machen mit Hellblade 1. Mit den ganzen Sachen. Zeichen und so ein Kram. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal Hellblade 1 brauche ich jetzt nicht zwingend. Und die werde ich nicht alle finden. My story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come. And now find yourself in... Wo muss ich lang? The world of man. Ah, da kann ich nicht lang, okay. Das wäre gemein. Warte mal. Wir mal gucken, ob das alles war. Out of hell you have come and now find yourself in Midgard, the world of man. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place. To the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer. And this is one of their lands. As icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed, and they try still to tame it. Also wenn ich den ganzen Kram hier höre, Niflheim, Midgard, Helheim. They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak to help. Follow him. Be ready to fight. She is a warrior. A warrior with no sword. No weapon. She came here with nothing. What good are you to anyone with no weapon? He will kill you. He will. Kann ich nicht irgendwo einen Stein oder so nehmen? Ich meine, Felsen liegen hier genug. Ich bekomme ja eigentlich schon wieder Bock auf God of War Ragnarok. Müssen wir auch mal wieder auspacken. Ich glaube, ich habe noch ein paar Nebenmissionen von Stellar Blade offen. Und eine Nebenmission von Final Fantasy 16 aus dem DLC. Und Phoenix Rising müsste ich eigentlich auch mal zocken. Das war geskriptet. War das nicht ein Lager? Warum? Ah ne, das verblasst nur, okay. Irgendwas Metallisches wird doch hier noch zu finden sein. Irgendwas, was mal, wenn es nur so ein Stab rausbricht. Ich hoffe, das Spiel hat keine Open World.
Es muss nicht alles eine Open World haben. Remember why we came here. She came here for a reason. But now she doesn't know what to do. You don't know where you're going. Your plan is in pieces. She is lost. You're lost. The enslaver, the master is gone. I have to help them. You thought you could stop this. But you have lost your mind. The sea tore him away. Just like your hopes. Alter Maul! Don't need to listen to him. You know this man. Listen to us. You know better. Find the survivor. He is trying to trick you. You need to help the survivors. Ich muss Überlebende finden. Alter, was war das denn für ein Echo? Darf ich noch mal ein bisschen zu Atem kommen? You want to save them. They're already dead. Die sind schon tot, die The lost one. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar. Da kann ich nicht lang. Okay, dann muss ich da lang. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier vielleicht, na, ich weiß nicht, ob wir hier menschliche Interaktionen kriegen. Senua ist nicht so ein Spiel dafür. How can the lost find anyone? Listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Shut up. Stop it. Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Warum schwebt das? They are suffering, but I set them free. Simple. You need to find it. It's here. Somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the right perspective. You'll sense when you're close. The signs are here. Do you know where to look? Ja. Ich verstehe. Da ist es. Jetzt kann ich da durch. Dritte Pampora. Telotetesadida.